Es war einmal ein Junge namens Timmy und er hatte den Traum, das größte Erdnussbutter- und Marmeladensandwich der Welt zu machen. Aber das wäre eine Menge Arbeit. Timmy müsste den ganzen Teig kneten, um das Brot zu machen und den Teig in einem riesigen Ofen backen. Er müsste viele Erdnüsse zerstoßen für die Erdnussbutter und müsste tausende Erdbeeren zerquetschen, um Marmelade zu machen. Timmy war erschöpft, wenn er nur daran dachte, aber er hatte eine Idee. Er entschied sich, seinen Freund Steven um Hilfe zu bitten. Steven, fragte Timmy, würdest du mir helfen, das Brot für das weltgrößte Erdnussbutter- und Marmeladensandwich zu machen? Und dazu kannst du mir helfen, es zu essen. Aber Steven sagte nein, weil es sich nach viel zu viel Aufwand anhörte. Das verärgerte Timmy. Aber er entschied sich, den Teig alleine zu kneten und zu backen. Timmy musste jetzt die Erdnussbutter machen, also entschied er sich, seinen Freund Roy zu fragen, ob er ihm helfen würde, alle nötigen Erdnüsse zu zerstoßen. Er bot ihm sogar an, das Sandwich danach mit ihm zu teilen. Aber wie Steven sagte Roy, dass er nicht möchte. Es wäre ein zu großer Aufwand, die ganzen Erdnüsse zu zerstoßen. Das verärgerte Timmy. Aber er entschied sich, die Erdnüsse alle alleine zu zerstoßen. Alles, was Timmy jetzt machen musste, war 1000 Erdbeeren zu zerquetschen, um die Marmelade zu machen. Müde und genervt lief Timmy zu seinem Freund Mickey, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber wie die beiden zuvor, wollte Mickey nicht helfen, das riesige Sandwich zu machen. Das verärgerte Timmy, aber er entschied sich, die Erdbeeren alleine zu zerquetschen. Nach stundenlanger Arbeit war Timmy endlich fertig und das weltgrößte Erdnussbutter- und Marmeladensandwich war komplett. Timmy war so stolz auf sich. Aber bevor er das Sandwich genießen konnte, kamen Steven, Roy und Mickey zu ihm. Hey Timmy, können wir dir helfen, das Sandwich zu essen? Fragten sie. Aber dieses Mal sagte Timmy nein. Du hast mir nicht geholfen, das Brot zu machen. Du mir nicht, die Erdnüsse zu zerstoßen. Du mir nicht, die Erdbeeren zu zerquetschen. Also werdet ihr mir nicht helfen, es zu essen, sagte Timmy triumphal. Steven bewegte sich auf Timmy zu und drückte ihn zu Boden. Timmy schlug hart mit dem Kopf auf, als Roy und Mickey zu ihm rüberkamen und Steven ein Messer herausholte. Hör zu, du kleine Schwuchtel, sagte Steven. Ich habe die Macht, dir in deine scheiß Fresse zu schneiden. Jetzt gib uns das Sandwich. Timmy fing an zu weinen, als die drei anfingen zu lachen. Mickey trat Timmy an den Kopf und nannte ihn nutzlos. Steven wurde erregt von der Macht, die er über Timmy hatte, und begann seinen Körper gegen Timmys Bauch zu reiben. Timmy fühlte sich benutzt. Steven, berauscht von Macht, erhob sich und stach Timmy in den Bauch. Das war das Schmerzhafteste, was er jemals gefühlt hatte, und er wollte sterben. Oh Gott, bitte nicht, schrie Timmy, während Steven lächelte. Wenn ich dein Blut mit meinem Blut vermische, wird das Sandwich uns gehören, sagte Steven, in einer gruseligen Art und Weise lächelnd. Steven führte das Messer in sein Gesicht und... Loved you one true time, I hold you.